Extraherz, das Studentenmagazin. Heute in der Sendung Deutschlands angesagteste Rap-Gruppe im Interview. Wir haben heute wirklich ungelogen gefühlte 50 Grad hier in Karlsruhe. Aber nicht nur das Wetter ist verdammt heiß, auch die Orsons, Deutschlands erste reale Boygruppe. Spätestens seit dem Bundesvision Song Contest kennt man sie. Da haben sie immerhin Platz 5 belegt. Lucia Winsauer hatte sie vor einiger Zeit exklusiv im Interview. Dort haben sie über ihr Album, über die Zukunft und Teddy Comedy gesprochen. Was sie darüber denken, seht ihr gleich. Außerdem gibt's exklusive Ausschnitte von ihrem Konzert im Tollhaus in Karlsruhe. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute im Tollhaus und hier treten nachher die Orsons auf. Aber zuerst habe ich sie bei mir im Interview. Hallo! Und ich fange gleich mit dir an, Bartek. Stell euch doch mal bitte alle vor, namentlich, wenn es geht. Also ich war vielen. Also, ich bin Plan B von den Orsons. Hallo, Servus, na, wie geht's? Ach, eigentlich ganz gut, du, der Tag war okay. Neben mir sitzt Nummer 4, a.k.a. Tua, der wunderschöne, große, produzierende, rappende, singende, machende. Beatboxende, jetzt mal. Auf der Nummer 3 haben wir Lucia, die kennen die ein oder anderen. Sie ist neu bei den Orsons, aber dennoch ein vollwertiges Mitglied. Auf der 2 haben wir Mekkes. Er ist ein bisschen länger bei den Orsons, aber kein vollwertiges Mitglied. Und auf der 1 haben wir natürlich den Kaas, so heißt dieser Mann. Wenn ich das recht dem Informationsblatt entnommen habe. Und zusammen sind wir eine Gruppe, die Orsons heißt. Bäh. Perfekt. Natürlich interessiert mich, wie ihr euch gefunden habt, wie ihr die Orsons geworden seid. Da gibt es ja bestimmt eine Geschichte dahinter und das würde ich gern von dir wissen, Mekkes. Ich weiß es alles nicht mehr so genau, aber wir waren dann nach ersten Aufeinandertreffen, waren wir zusammen auf Tour und damals haben Kaas und Nummer 4 noch eine Band gehabt oder beziehungsweise waren auf demselben Label und Bartek und ich waren als Mekkes und Plan B unterwegs und dann waren wir zusammen auf Tour und seitdem sind wir verliebt und ein Pärchen. Ein Viererpärchen. Noch weiter zum Album-Tour. Das Album ist ja extrem vielseitig, finde ich, und auch persönlich. Auf dem Album sind ja dieses Mal von jedem von euch jeweils ein Solo-Track drauf. War das von Anfang an so geplant und wie ist es so gekommen, dass da jeder auch was alleine macht? Dafür haben wir uns irgendwann entschieden, nachdem wir dann ein Jahr lang versucht haben, auf Teufel komm raus alles zusammen zu machen und immer irgendwie alle auf einem Song zusammen, haben wir gemerkt, dass wir uns hassen und man mit möglichst wenigen anderen aus der Band zusammenarbeiten möchte, wenn es sein muss, mit einem. Und so sind dann diese, in Anführungszeichen, Solo-Sachen entstanden. Genau. Ich verbrenne das Rückfahrticket, denn mein Herz in Stuttgart bricht es. Mann, ich bleib in Berlin und ich hoffe, dass die Zeit unsere vielen Probleme richtet. Ihr habt ja auch dieses coole Lied mit Teddy zusammen, was ihr auf dem Hip-Hop Open performt habt. Wie kam denn die Zusammenarbeit mit Teddy? Es gab in den Staaten gibt so ein Phänomen, dass Leute zum Beispiel Bad Intruder, ich weiß nicht, ob du das kennst, Leute benutzen Ansagen aus Nachrichten oder sowas, ja, wo Leute lustige Sachen sagen und machen mit Autotune oder ähnlichen artverwandten Effekten. Sie lassen dann diese, ich wusste es, lassen immer diese Nachrichtenleute dann eine Melodie singen durch diese Programme und das gleiche haben wir einfach mit Teddy gemacht und die Jungs, ich habe den Beat gemacht und die Jungs haben drauf gerappt und fertig. Jetzt komme ich aber noch mal kurz zum Album zurück. Bei Liedern wie Alles machen, da habt ihr ja abnormale Beats drauf und ihr alle vier habt unglaubliche Parts. Kaas, wie entsteht so ein Check? Also gerade bei Alles machen, die Entstehungsgeschichte ist eigentlich total toll und der erste Song, den wir schreiben wollten, wir haben uns überlegt, okay, was sollen wir machen, was sollen wir machen, was sollen wir machen? Und dann hat halt Mekkes wirklich die Frage gestellt, hey, im Endeffekt, wir können alles machen, was sollen wir machen? So, und dann hat er gleich so, hä, warte mal, das ist ein Song, warte, geil. Und fing das halt so an, ne? Hat man so geflasht. Hatte man eine Idee, eine musikalische Vision, hey, ungefähr so und so muss das klingen. Und dann geht das los, so.
Also es braucht immer so diesen kleinen magischen Moment, wo irgendjemand irgendetwas sagt, aus dem man dann so einen Song kreieren möchte. So. Verbrennt alle Gewehre, wir haben ziemlich viel zu lachen jetzt. Ha, scheiß auf alles, Mann, wir können alles machen. Yeah. Alle, die dachten, das wahre Leben sei anderswo, können jetzt alles. Superglitzer 96, so. Rufen wir den Ruf der Freiheit. Wir befreien uns von all den guten Geistern. Wenn ihr dabei seid, dann folgt eure Hand zum O. Wir sind die Aussätze, wir können alles, was ganz genau. Was würdest du tun, wenn alles möglich wäre? Wir können alles machen, was soll wir, was würdest. Das ist leider schon die letzte Frage, aber die werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Zukunft. Jetzt seid ihr gerade unterwegs mit eurem aktuellen Album. Habt ihr denn irgendwie schon Pläne, was als nächstes ansteht? Plan B, Mac ist vielleicht mal wieder ein Theater oder irgendwelche Solo-Projekte oder? Ich würde gerne was zur Zukunft sagen. Oh, nein, nicht zur Zukunft sagen. Die Zukunft ist geduldig, denn sie weiß, ihre Zeit wird kommen. Und jetzt kommt es, warum sie gesagt haben. Die Zukunft ist eine Illusion. Die Vergangenheit ist eine Illusion. Eine Art Einbildung. Eine Art geistige Krankheit. Eine gesellschaftlich akzeptierte geistige Krankheit. Es gibt nur das Jetzt. Und im Jetzt ist alles gut. Das Jetzt ist das Paradies, das von den Menschen missachtet wird. Denkt darüber nach, lasst es in euch eindringen und irgendwann an einem schönen Tag in einem Monat, da beginnt nämlich das Zeitalter des Lichts, werden viele Menschen das auch verstehen, was ich gerade gesagt habe. Ich liebe euch. Also, okay, tschüss. Geile letzte Worte. Vielen Dank, Austin, dass ihr bei mir wart. Sehr gerne. Wir machen die Hose! Millionen und Abermillionen haben sich daran schon den Kopf zerbrochen. Und auch wir beschäftigen uns heute exklusiv mit der Frage aller Fragen. Was ist ein Grebbele? Kann man es essen? Ist es eine neue Designerdroge? Und was denken die Karlsruher darüber? Die Auflösung gibt's jetzt. Ich bin ein Schwab und verstehe die Leute hier kaum. Deshalb lernt Karlsruhe jetzt Schwäbisch. Hallo liebes Publikum! Heute machen wir was für Ihre Bildung. Heute wird Ihnen gezeigt, was ein Grebbele ist. Wir sagen so Wörter nichts. Grebbele, ja. Lokal, nee, keine Ahnung. Es kommt drauf an, welches Grebbele. Einen Fluss. Einen Fluss. Keine Ahnung. Ich bin aus Amerika. Grebbele. Oh ja. Da schlafen immer Leute, die man nicht haben will, aber die müssen halt drin schlafen, weil es keinen anderen Schlafplatz gibt. Ja, und da schlafen auch die Hunde drin zum Beispiel. Frauen oder so irgendwas. Gräberle. Was bist du? Ein Graben. Graben? Ja. Ist das diese Besucherritze? Nee, in Karlsruhe. Eine Bar. Nee. Weiß nicht, so ein kleines Grab vielleicht, Gräble. Arschritze, sagt mein Freund. Ich hätte jetzt auch sowas gesagt. Das Gräbele. Das ist, wenn man zwischen Mama und Papa ins Gräbele will, um nachts gut schlafen zu können. Ha, sage mal, habt ihr lumpige Hurzempel nichts Besseres zum do als auf der Straße zu fragen, was ein Gräbele ist? Lasse doch die Leute in Ruhe, bloß Blödsinn im Hirn. Das war's auch schon wieder mit einer Folge Extraherz. Schaltet nächste Woche wieder ein. Mir reicht's jetzt, ich habe genug geschwitzt und ich gehe mich sonnen. Ja, nee. Okay. Deutschlands angesagt. Okay. Und was denken die Karlsruher darüber? Oh, das ist doof. Find's doof. Dann sag was Besseres!